Sora war ein ganz ungezogener Junge, denn vor ganzen 7 Jahren hat er allen erzählt, er würde nicht an Nikolaus glauben und deswegen ist er auch auf der bösen Liste bei ihm. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Im letzten Part sind wir hier in Halloween Town und in der Weihnachtswelt angekommen von Halloween Town, eher gesagt. Im vorletzten Part sind wir hier schon angekommen, aber im letzten Part erst in dieser wunderschönen, bunten, kunten Weihnachtswelt mit der dicken Kugel namens Nikolaus. Ja, wie gesagt, was macht Jack da? Vor 7 Jahren, er will ihn wohl beeindrucken. Beachte mich, notice me, Senpai. Vor 7 Jahren hat er angeblich gesagt, er würde nicht an den Weihnachtsmann glauben und deswegen ist er auf der bösen Liste vom Nikolaus. Böse. Und jetzt müssen wir aber Furcht, Angst und Schrecken verfolgen, die anscheinend irgendwie Stunk in der Fabrik des Weihnachtsmanns gemacht haben, denn er will ihnen die Leviten lesen, wie er selbst gesagt hat. Deswegen müssen wir diesen Fußstapfen folgen, die anscheinend zu ihnen gehören. Diese Fußspuren sind kaum noch auszumachen, sie müssen schon älter sein. Naja, komm, so alt auch wieder nicht. Hey, die wollen uns anmocken. Hey. Hey. Haha. Hey. Die mucken mich die ganze Zeit an. Daniel. Oh, was haben wir hier Schönes? Ein Äther. Ein Donnertröbel. Das nehme ich. Ich brauche ein paar Kugeln. Haben wir eigentlich genügend Ability-Punkte für Charmeur? Ja, haben wir in der Tat. Dann nehme ich den mal. So, dann habe ich den nämlich wenigstens wieder. Was haben wir jetzt schon wieder halten? Ach ja, wir müssen ja auch Gofi noch rufen. Donnertropfen. Ein kristalliner Tropfen, angefüllt mit Blitz und Donner. Ein gängiges Material. Die One-Piece-Stelle, ey. Ba-ba-ba. Die Sterne sehen irgendwie voll lame aus. Einfach nur so, so ein Punkt. Sie sind zurück nach Halloween Town geflogen? Hier sind jedenfalls seltsame Fußspuren. Sind die drei barfuß? Barfuß? Ist doch voll kalt. Wir können sie gar nicht aus den Augen verlieren bei den deutlichen Fußspuren. Aber sie könnten uns eine Falle gestellt haben. Wir sollten gut vorbereitet sein. Natürlich. Nicky Kraus wird wohl erst wieder mit uns reden, wenn wir diese drei Racker geschnappt haben. Wir müssen sie finden und zu ihm bringen. Na dann los. Oh, gar keine Cutscene? Oh je. Auch wieder Drive-Punkte. Ich muss die Rufmagie einsetzen. Du, 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 du. Es sind noch schwach, Fußspuren auszumachen. Naja, schwach, also. Naja. Keine Ahnung, wie blind ihr seid, aber hey. Diese Fußspuren sehen noch relativ neu aus. Aha. Oh je. Klappersoldaten denken, sie können mucken. Du, du, du. Voll gebläht, Affengeil. Du, du, du. Ach, wie gern ich doch dieses lächerliche Weihnachtsland zerstört hätte. Aber jetzt, wo Sora und diese zwei Hofnarren hier sind, ist eine Planänderung angebracht. Die Rache kommt vor dem Vergnügen. Welche Sorte von Rache? Die hinterhältigste, gemeinste Sorte natürlich. Das klingt wirklich böse. So böse wie Buki? Das wäre super duper böse. Boogie Boogie, diese insektenverseuchte Wundertüte der Niedertracht? Wie überaus verlockend. Und wo finde ich ihn? Jack und seine doofen Freunde haben ihn vernichtet. Ach ja, ich erinnere mich. Umso verlockender. Dann will ich euch euren Herrn und Meister wiederbringen. Na toll, sie holt Oogie Boogie wieder. Mäh. Diese Fußspuren scheinen frisch zu sein. So frisch wie mein Furz. Und den hier und friss den hier noch und bam bam bam. Zäh. Dachte, sie können mucken. Ah, jetzt können wir hier abbiegen. Diese Fußspuren sind erst wenige Minuten alt. Oh nein. Oh, die wollen uns aufhalten. Zäh. So, Mann. Oh je. Jetzt kommt wieder Schwung ins Geziefer. Du hast einen ganzen Sack voll gut bei mir, Malefiz. Dann zeig dich doch gleich erkenntlich. Erinnerst du dich an Sora, Donald und Goofy? Ob ich mich erinnere? Du machst voll Witze. Wie könnte ich jemals vergessen, was sie mir...
Was haben Sie mir nochmal angetan? Dich zermalmt wie einen Käfer! Das klingt übel! Und Jack hat geholfen! Noch übler! Sie haben dich platt gebügelt! Stimmt, stimmt, stimmt! Das vergesse ich so schnell nicht! Oh nein! Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere! Und auch das Einzige, bis ich diesen Clowns nicht gezeigt habe, dass man sich besser nicht mit Oogie Boogie anlegt! Jawohl, gut so. Das nenne ich Kampfgeist. Und ich habe mir auch schon den perfekten Plan überlegt. Schon mal was vom Weihnachtsland gehört? Oogie Boogie! Wach auf, wach auf! Wir wollen sehen, wie böse du bist! Er muss sich wohl noch etwas erholen. Ihr drei bleibt hier und haltet Zora und die anderen auf Trab. Da sind sie! Halt sie auf! Schön festnageln! Angriff! Das Vieh ist mega eklig. Es kann seine Finger nach oben umknicken. Brrr. Finde ich furchtbar eklig. Nicht aufessen. Boah, voll gegessen, ey. Ey. Fick dich. So, frisst der einfach die kleinen Kinder. Was denkt der, wer der ist, ey? So ein Snickers hier. Vermutlich hat er auch Plastikteile jetzt in sich. Oh, da oben ist ein Puzzleteil. Und damn. Ich will mal wieder ein paar Drive-Kugeln auffüllen hier. Die ich ihn fertig mache. Oh, er ist unbesiegbar. Oh, er frisst eine 9. Warum frisst er sie andauernd? Hör auf, sie zu essen. Jetzt hat er diesen Angst gegessen oder wie der heißt, keine Ahnung. Aber irgendwie macht er nicht viel, fällt euch das auf? Ach, wisst ihr was, kann ich die Limitform überhaupt? Nee, die kann ich gar nicht einsetzen. Ach, dann rufe ich halt Ginny! Ginny! Schick. Ey. Ey! Ginny, mach irgendwas! Mach die Patsche-Klatsche! Drive? Waisen-Ginny! Yay, er ist der Waisen-Ginny! Und ich bin fast tot! Aua, hey! Ey, wow! Wow, wow, wow! Wo ist der Gegner überhaupt? Setz den Tomahawk ein! Jiha! Und nochmal. Verdammt, ich treffe ihn nicht. Warte. Hilfe. Oh, er ist weg. Verdammt. Hat er alle drei gefressen oder was? Deswegen ist er gerade so im Rampage-Mode. Ja, er hat alle drei gefressen. Das ist creepy, Mann. Was geht ab mit denen, ey? Sora, warum guckst du ihn nicht an? So, schon besser. Hat er erstmal alle drei gefressen? Die armen kleinen Viecher, ey. So toll, solange ich unter ihm bin, trifft er mir doch eh nicht. So eine Lusche. Guck ihn dir an, Mann. Komm her. Und her. Heul so lange du kannst. Du hast bald verloren. Oh, lass es uns jetzt beenden, Mann. Daniel. Sturmsatz. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir mal sehen, ob Oogie Boogie bereit ist? Oogie? Ist er nicht derjenige, der damals versucht hat, die Stadt zu übernehmen? Genau der, Freunde. Ich hoffe, ihr seid auf Probleme vorbereitet. Inzwischen sind wir es doch gar nicht mehr anders gewohnt. Tja, da ist wohl was dran. Was macht der denn hier? Schöne Bescherung, jetzt habe ich mich verlaufen. Wie
Wie überaus unüberlegt von mir, wo ich mich doch auf Weihnachten vorbereiten sollte. Sind Sie Herr Niki Graus? Wenn du Nikolaus meinst, dann ja, der bin ich. Ich hatte gehofft, Sie hier anzutreffen, nachdem Jack den Wald erwähnte. Bitte, Sie müssen unbedingt ins Weihnachtsland zurückkehren. Ich befürchte, es könnte sich sonst etwas Schreckliches ereignen. Ich hinke zweifelsfrei mit meinen Vorbereitungen hinterher. Sag Jack, dass ich zu Hause auf ihn warten werde. Er wollte was wegen Weihnachten mit mir besprechen. Genau das ist das Problem. Gehen Sie nach Hause und verriegeln Sie die Tür. Und nicht aufmachen, falls er klopft. Da, der Dicke in Rot. Den Rauschebart soll ich also entführen? Ganz recht. Sperre ihn weg und fang dann damit an, das Weihnachtsland auseinanderzunehmen. Das wird Zora und die anderen mit Sicherheit anlocken. Und dann gehören sie mir! Ja, und ich verwandle inzwischen den herzlichen Nikolaus in einen Herzlosen. Besprechung vorbei. Wer ist da? Oh! Was ist los, Sally? Jack! Oogie Boogie hat Niki Graus gekidnappt. Oh nein. Und er ist im Weihnachtsland unterwegs. Na los, Jack. Wir müssen uns beeilen. Na klar, Mann. Ach, Oogie Boogie, was kann der schon? Ich meine, es ist Oogie Boogie. Oogie Boogie ist doch dieser Kerl, der beim letzten Mal zusammen mit den Herzlosen ein totales Chaos angerichtet hat, oder? Jetzt, wo er den Nikolaus entführt hat, wer bringt mir dann meine Geschenke? Wer hat eigentlich Oogie Boogie wieder auf den Plan gerufen? Das letzte Mal wollte er die Herzlosen kontrollieren. Was er wohl dieses Mal ausheckt? Wer weiß das denn schon? Ich weiß es jetzt nicht. Du. Oogie Boogie hat Niki Graus entführt. Er ist durch die Tür im Hinterland verschwunden. Ihr müsst ihm das Handwerk legen. Oogie Boogie ist wieder da und hat natürlich nichts Besseres zu tun, als mir mein Weihnachten zu versauen. Mir scheint, er hat seine Lektion beim letzten Mal nicht gelernt. Als wir ihn getötet haben, weil man da ja natürlich eine Lektion draus lernt. Ja. Na dann zurück ins... Wow, Weihnachtsland, wollte ich gerade sagen. Aber was ist das denn hier? Ein neuer Gegner, Mann. So ein dicker Klump mir. Tschüss, Mann. Hallöchen. Oh je. I get it. Einen Donnertropfen. Ja, Tropfen brauchen wir ja eh noch, von daher zurück zum Weihnachtshügel. Ich habe ein bisschen umdekoriert. Aber noch bin ich nicht zufrieden. Keine Frage, klare Ansage. Wir brauchen hier noch etwas mehr Oogie-Boogie-Flair. Hoffentlich steht dem alten Knaben die Verwandlung in einen Herzlosen auch so gut zu Gesicht. Oh. Du Tollpatsch! Du bist noch hier? Verschwinde wieder dorthin zurück, wo du herkommst! Du versaust mir die Show! Hast du schon vergessen, wer dich wieder zum Leben erweckt hat, du Undankbarer? Tut mir leid, ich kann mir nichts merken. Wie du meinst, du Lachsack? Dann geh doch an deiner Selbstüberschätzung erneut zugrunde! Boah, Sneaks gut. Aber irgendwie können wir ja Oogie Boogie auch Danke sagen, denn er hat verhindert, dass quasi der Nikolaus in einen Herzlosen von Malefiz verwandelt wird. Also hey. Oh nein, seht doch nur, von dem Haus steigt Rauch auf. Wir müssen Niki Graus retten. Schnell. Na klar, dann rennen wir doch gleich hin, Mann. Whee.
Zuckerstangengasse. Du, was bist du denn, Mann? Tschüss, Mann. Oh, was haben wir hier, Dickes? Bekommen einen Energiestein. Noch mehr Gegner? Na klar, Mann. Donnertropfen. Her damit. Oh, was für ein Hackebeil hier. Na, komm her. So, Mann, erwischt. Äther. Vielen Thanks. Und Luzitropfen. Double Thanks. Das Haus des Nikolaus. Hier schert sich keiner drum, oder was? Etwas Schreckliches ist passiert. Nikolaus lag gefesselt da und dann kam dieser riesige Kerl. Ich habe mich sofort versteckt. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht was tun? Idioten. Jack Skellington! Noch Ogi! Wir beide, du und ich, haben noch eine Rechnung offen, Jack. Das gilt natürlich auch für deine Freunde. Was hast du mit Nikki Graus vor? Mit wem? Nikki Graus? Wovon redest du, Knochenmann? Und was in drei Käfers Namen mag dieser Rotmantelaffe hier? Mag die Biege, Opa! Herr Nikki Graus! Ihr Kleinen! Jemand muss mir mal erklären, wie das funktioniert. Er geht in die Maschine rein, benutze die Geschenke, um Ogi herunterzuschlüsseln. Und kommt von oben nach unten runter dann, oder was? Hä? Hier, bitteschön. Das schenke ich dir. Wie wär's damit? Ey, doch kein Würfel auf mich werfen. Wie wär's dann noch hiermit? Was steht da? Birdie? Hier, ein Birdie. Für dich. Bams. Wow. Und da. Und den hier noch. Na, geht sein Teil irgendwann mal kaputt hier? Hier ein Birdie. Und Zwirdl. Und ein Gwirdl. Ja, Mann. Und kaputt ist er. Okay, jetzt geht's auf Phrase. Was zum... Hey, Ogi, ich will dir Schaden machen. Und eben nicht. Wow. Das war erschreckend schnell. Ogi, jetzt geht's wieder auf Phrase. Song. Eigentlich können wir die ganze Zeit in der Mitte bleiben, aber hey, zu Showzwecken. Oh, jetzt kann ich nicht rein. Ja, was ist das denn? Oh, da kommen Herzlose raus. Das ist natürlich unpraktisch. So, jetzt will ich aber mal hier... durch! Vor allem nach rechts, aber ich komme links raus. Boogie Gift? Na dann. Immer diese Herzlosen. So, Mann. Achso, er gibt mir hier gar keine Geschenke da, oder was? Okay, dann muss ich wohl wieder in die Mitte. Ja, halt du die Klappe. Zack. Und zack. Und zack. Hey. Ich gebe ihm mal einen High Potion. Jetzt müssen wir nach rechts. Na los, mach auf. Nein, da will ich nicht hin. Da, genau. Hui, flupp. Ja, gib mir Geschenke. Zack. Und hier ist ein Geschenk für dich. Und frohe Weihnachten. Ach, Quatsch. Das mag doch keiner.
Frohe Weihnachten! Ja, komm her. Hol dir die Stachel rein. Oh, dann hau wieder ab, du kleiner dicker Sack hier. Ach ja, jetzt geht's ja gleich wieder richtig schnell. Wo ist er denn jetzt? Ganz links oder was? Come on, baby. Hui, aber der ist in der Mitte wieder, scheiße. Come on, baby. Ich will das voll bescheuert. Dahin will ich jetzt. Nein. Oh, dieses scheiß Vieh, ne? Mistiges Mistvieh. So, komm her. Swoop. Well. Was zum... Und den hier. Ey, nicht in mein Gesicht. Mein makelloses. Den hier noch. Wow. Voll in mein Gesicht geschissen wieder mal. Und den hier. Ey, was hat sie zerfetzt? Wichser. Ey, da wollte ich doch gerade hin. Na los, färb dich um. Falsche Richtung. Ja, richtig. Oogie Boogie will auf die Fräse bekommen. Wait. Und den hier. Klongelong. Hui. Bitteschön. Hey, wer macht denn die mal kaputt? Oh, verdammt. Er hat mich ausgecheatet. Come on, baby. Wer ist denn hier das Baby? Du offenbar. Ey, ich hasse diese komischen... Mann, ey. Weg hier, ihr kleinen, miesen Wubbels. So, komm her. Du. Where. Na, hoch damit. Und den hier noch. Und den schenke ich dir zu Weihnachten. Na. Nimm den hier. Ja, Mann. So, Oogie, ich glaube, wir wollen es jetzt beenden, hä? Sagt Tschüss, Oogie. Oh, tragbare Items. Sehr schön. Dickschädel für Goofy. Yay. Alles klar, Weihnachten ist gerettet. Sehr gut, jetzt kann mein Weihnachtsfest kommen. Überlasst das dem Nikolaus. Ja, bleib du bei Halloween und dem gruseligen Zeug. Jack. Hier, es ist fertig. Wunderbar. Einfach perfekt. Danke, Sally. Jack, musst du das wirklich tun? Aber ich gebe einen tollen Weihnachtsmann ab. Ach, hör zu, Jack Skellington. Du hast mich und Weihnachten gerettet. Dafür danke ich dir. Aber bring bitte keinen Ärger mehr mit ins Weihnachtsland. Und was dieses Kostüm betrifft, du willst doch nicht etwa für mich als Weihnachtsmann einspringen. Ich dachte nur, dieses Jahr könntest du dich endlich mal ausruhen. Du bist doch sicher immer ganz erschöpft von den Vorbereitungen und brauchst Urlaub. Und ich sehne mich mal nach einer Abwechslung. Ja, der Weihnachtsmann zu sein ist anstrengend. Aber ich verrate dir was, Jack. Die vielen glücklichen Gesichter der Kinder, die meine Geschenke in Empfang nehmen, geben mir die Kraft und den Ansporn für meine Arbeit. Jahr für Jahr für Jahr. Und du, Jack, du magst es doch, wenn ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben steht, ihnen Angst und Bange wird. Was, wenn jemand dir das wegnehme? Wir beide erfüllen eine wichtige Aufgabe in der Welt, Jack. Ich muss mich um Weihnachten kümmern und du dich um Halloween. Und deshalb müssen wir beide auch unser Bestes geben. Schließlich bist du das Gesicht von Halloween, Jack Skellington. Der Kürbiskönig, der Meister aller Albträume.
Und obwohl dich Weihnachten faszinieren mag, Jack, ist Halloween dein Element. Keiner kann das so wie du. Die Kinder verlassen sich auf uns, also an die Arbeit. Bereite das nächste Halloween vor. Und ich muss jetzt den Kindern eine Weihnacht liefern. Du hast recht. Ja, ich bin der Meister des Spuks. Und wenn Halloween zur Routine wird, muss ich mir nicht ein neues Fach suchen, sondern sie mit neuen Ideen zum Schreien bringen. Jack! Oh, Jack! Hier steckst du also! Ich hab die Pläne für das nächste Halloween. Ich muss sie mit dir durchgehen, damit wir anfangen können. Viva! Viel Glück, Jack Skellington! Und schon ist der Fall bei der Sache. Ja, und auch ich darf mir ganz gewiss nicht weniger Eifer leisten. Oh! Oh, Jack, jetzt ist keine Zeit für Späße! Was ist das? Jedenfalls etwas zu festlich für unser Halloween. Wir müssen jetzt los. Bevor ihr geht, Sora, du hast doch diesen guten Freund. Der, der dir laut meinen Aufzeichnungen damals gesagt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Grüß ihn ganz herzlich und erzähl ihm doch von mir. Mach ich, aber wissen Sie, wo ich Riku finde? Nein. Aber gib nicht auf. Und vergiss nicht, wenn du an Riku glaubst, findest du ihn auch. So wie du mich gefunden hast. Alles klar. Und wir erhalten das Magnetelement. Sendet eine Kraft aus, die Gegner anzieht. Über das Kommando Magie anwählbar. Naja, nutze ich jetzt nicht so arg. Und damit haben wir jetzt eine der letzten Welten fast freigeschaltet. Wir müssen ja noch die Gummijet-Mission machen, die Sonnenlichtenge. Aber wir haben den Part mal wieder überzogen, würde ich mal behaupten. Und deswegen würde ich sagen, im nächsten Part starten wir erstmal wieder mit einem Jiminys Tagebuch-Session. Und vielleicht schaffen wir dann auch noch das hier zu machen. Aber ich kann mir nicht versprechen, ob wir die Welt auch noch betreten können. Das werden wir dann sehen, meine lieben Freunde. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, bis zum nächsten Part. Und Tschüsselechen.